Liebe Bürger und Bürgerinnen, wir erleben unruhige Zeiten in Europa. Rechte, populistische und extreme Kräfte haben überall Zulauf. Die Flüchtlingskrise ist keineswegs gelöst und auch Griechenland ist noch lange nicht über den Berg. Und als wäre das nicht schon genug, droht zu allem Überfluss auch noch der Brexit. Noch bleiben 3 Wochen für die Befürworter der Europäischen Union auf der Insel, um die Bürger und Bürgerinnen Großbritanniens für den Verbleib in der Europäischen Union zu überzeugen. Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Großbritannien ist stärker mit der Europäischen Union als ohne sie. Das Königreich hat in den vergangenen Jahrzehnten massiv von der Gemeinschaft und speziell vom Binnenmarkt profitiert. Auch die EU und Deutschland profitieren von der Mitgliedschaft der Briten, von ihrer demokratischen und rechtsstaatlichen Tradition, ihrer wirtschaftlichen Stärke und von ihrem weltpolitischen Gewicht. Ein Austritt Großbritanniens würde der gesamten Europäischen Union schaden, vor allem aber dem Finanzplatz London und der britischen Wirtschaft, Arbeitsplatzverluste inklusive. Eigentlich ein klarer Fall. Doch die Brexit-Diskussion trifft auf einen antieuropäischen Zeitgeist und ein politisches Klima, in dem Populismus und Nationalismus gedeihen. Argumente und Fakten zählen nicht. Wie sonst ist zu erklären, dass der ehemalige Bürgermeister einer Weltmetropole wie London die Europäische Union allen Ernstes mit Hitlers Nazi-Regime vergleicht? Der moralische Tiefpunkt einer Anti-EU-Kampagne, deren Niveau schon vorher kaum zu unterbieten war. 100 Jahre nach dem schrecklichen Gemetzel von Verdun muss doch endlich auch der Letzte verstanden haben, dass es in Europa nur gemeinsam, nur im friedlichen Miteinander geht. Weg mit den Scheuklappen und Schluss mit den nationalistischen Sprüchen. Konzentrieren wir uns darauf, das Leben der Menschen in Europa zu verbessern, anstatt die Schlachten der Vergangenheit zu schlagen. Ich hoffe, dass das am 23. Juni eine Mehrheit der Briten so sieht, damit Großbritannien Teil der Europäischen Union bleibt.